Hey meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Labyrinth of the Vault 4 Stone Age Legends. Ja, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ist es ein Wimmelbildspiel. Kommentare schreiben, soll ich mal vielleicht von meinem Standpunkt aus mal erklären, was ein Wimmelbild überhaupt ist. Und so, jetzt machen wir weiter. Das letzte, wo wir jetzt aufgehört haben, dass wir uns jetzt hier als Krieger ausgegeben haben, hier im Dorf, weil die Königin Ingrid, glaube ich, heißt sie. Ja, die hatten ja diesen Feuerkristall, der Portalstein für das Stone Age. Und das wurde geklaut von irgendjemandem. Deswegen sind sie sauer. Und sind der Meinung, die moderneren Wikinger sind dran schuld, die hätten es geklaut. Ja, und haben uns halt eben auch misstraut, weil wir auf einem motorisierten Wikingerboot zu denen gekommen sind. Ja, und jetzt müssen wir halt weiterschauen. Ich schau mal ganz kurz in die Aufgaben hier rein. Notizen will ich haben. Meine liebe Luther, sollte ich im Kampf sterben, gibt dieses Art. Das sind so Notizen von denen, was wir schon gelesen haben, oder? Ja, genau. Aufgaben haben wir aktuell. Hilft Luther, ihrer Großmutter zu heilen. Wir brauchen ein Heilmittel. So, finde alle Symbolenpaare. Die, wahrscheinlich die Wachsdinger, oder? Ach so, verstehe ich das. Hier, da mal ein Stern, der nicht deinen Namen trägt und nicht auch ein Himmelszelt weht. Alter Schwede. Haben wir noch einen Stern? So, jetzt haben wir ja nicht mehr viele. Hä? Oh, da oben ist auch noch eine. Oh, upsi. Oh, und wir kriegen jetzt dieses andere Symbol für den Thron. Okay, dann gehen wir wieder zurück zum Thron. Da müssen. Ne, wir müssen immer noch hier bleiben. Ne, hier ist was. Hä? Okay. Muss ich noch nicht ganz verstehen. Was muss ich... Ach, hier fehlt noch ein Symbol. Ich brauche die letzte Verzierung. Okay, das hat jetzt nicht geholfen. Was ist hier noch? Hier brauchen wir immer noch einen Griff. Was soll ich denn hier bitte schon in den Raum bewerkstelligen? Hä? Gut, dass ich dann nochmal nachgeschaut habe. Ich meine, laut der Karte können wir hier noch was machen, wo wir sind. Wenn ich wüsste, wo das jetzt wieder ist, hier oben. Hier ist ja ein Ausrufezeichen. Also was haben wir dabei? Eine Thronverzierung, ein Farbpigment, ein Wasser, eine Korbtruhe, ein Obsidian-Dolch und ein Reißzahn. Und die Frage stellt sich, was soll ich jetzt hier machen? Hier fehlt eine Verzierung. Sonst kann ich hier nichts machen. Hier haben wir... Kommt ihr hier keinen Käfer rein da und bringt euch zum nächsten Buffet. Ach, schaut mal, weil hier auf dem Thron Käfer zu sehen sind. Okay, dann müssen wir das so irgendwie in Holz bringen. Da ist das Aufrufezeichen schon weg. Jetzt müssen wir hier zum Thron nochmal hin. Weil dort eine Baumfizierung ist. Die öffnet sich jetzt und wir bekommen den letzten Reißzahn. Was bist du? Schubladengriff. Ah, okay. Dann machen wir erstmal das mit dem Schubladengriff. Dann haben wir das nämlich schon abgehakt. Und wir kriegen ein Gewicht. Du kriegst deine zwei Hörner. Dafür kriegen wir die Fizierung. Die lasst er schön fallen. Mach das Ganze jetzt immer nur auf leicht. Drücke in der richtigen Reihenfolge auf die Knöpfe. Die Schalen darüber dienen als Hinweis. Okay.
Nochmal. Okay, und jetzt kriegen wir ein Stück vom Gemälde wieder. Und wir müssen puzzeln. Alles klar. Also, was Puzzeln angeht, wollte ich jetzt schon sagen, kann man niemand das Wasser reichen. Aber ich sollte vielleicht den Mund nicht zu voll nehmen. Voll Wasser. Versteht ihr? Voll Wasser nehmen. Witzig, witzig. Ja. Jetzt wollte ich schon sagen, setze ich das Puzzle selber zusammen, nur wenn ich auf das. Nee. Und wir kriegen. Ein komisches Symbol. Eine Walknut. Auch was auch immer eine Walknut ist. Bitte in die Kommentare schreiben, wer es weiß. Googeln ist erlaubt. Warte mal, ich habe eine Idee. Disturbing my sleep. Go on, pick your weapon. I won't waste time. I'll crush anything that stands in my way. Alter, das muss ein Heavy Metaler gewesen sein. Okay, ich kann ja Obsidian durch. Toll, wir sollen ja jetzt gegen ihn kämpfen. Okay, was soll ich machen? Da, nimm das, du böser Bube. Oh, Info. Platziere die farbigen Kugeln auf den passenden Blütenblättern. Okay, ich hoffe, ich bin nicht farbenblind. Ja gut, wie soll ich die Farbe wechseln? Ah, ich verstehe. Okay, die Farben verschwinden, sobald man die Kugel nimmt. Okay, ich sag jetzt mal nicht, dass es leicht ist, weil. Nein, gelb wollte ich nicht, wollte ich blau haben. Weil jetzt mal, wenn man sagt, ja, das ist ja voll easy peasy lemon squeezy, dann kriegt man von Mr. und Mrs. Karma immer eins auf den Deckel. Ich bin doch ein bisschen farbenblind, oder? Doch nicht, gut. Das sieht nice aus. Aufgabe kann ich immer noch nachlesen, aber erst möchte ich mal die ganzen Sammelobjekte hier finden. Feuerbienen sind die aggressivsten und giftigsten Bienen dieser Welt. Man kann sich ihnen nur mit äußerster Vorsicht nähern. Ihre Stiche sind sehr gefährlich, doch ihr Honig ist eine Delikatesse. Nur Odins Met ist süßer. Alles klar. Muss ich hier machen? Kann man mit Wasser mischen? Ich würde wieder schön, wenn ich die Farbe aufgetragen
abfragen kann. Ja, das machen wir nachher. Erstmal schauen wir uns mal nochmal hier ein bisschen um. Ob hier noch irgendwas zu finden ist. Ah, Moment, Gewicht. Bist du? Hebel. Okay, dann brauchen wir noch ein Gewicht. Aber hier fehlt doch noch was. Müssen doch noch was einsammeln oder bin ich blam blam? Ja, dann haben wir den anderen Vogel, Mohin und Hacklin. Dann haben wir die Figur gehabt. Jetzt fehlen uns noch drei Figuren, meine Damen und Herren. Und dem fehlt ja im Auge, wie es ausschaut. Crew kann ich hier überall noch gucken. Da fehlt ein Hinweis. Da ist der Hebel dazu. Ja, da fehlt noch halt noch was. Die Kombination. Immer noch mal kurz alle Sachen hier abgucken. Nicht, dass wir irgendwas vergessen. Beziehungsweise die Corona-Bakterien hier. Ja, der wartet auf den Kampf. Also hier Huggin und Mannin. Und wir kriegen eine Feder. Damit können wir wahrscheinlich die Farbe auftragen. Vermute ich mal. Ich wollte eigentlich die Karte, aber gut. Ja, Aufgaben. Erreiche das Heiligtum. Besiege Crandall, kehre mit dem Feuerkristall zur Erde zurück. Das sind unsere Aufgaben. Habe ich gerade einen Schluck aufgekriegt. So, ja, wahrscheinlich das, was ich gesagt habe. Mit der Feder die Farbe hier auftragen. Also wieder Runen. Keltische Runen, muss ich dazu sagen. Gib mit Hilfe der Hinweise die richtige Kombination ein. Mit welcher Kombination? Ach, hier, schaut mal. Hier und hier. Und die, wo rot sind, sind wahrscheinlich schon richtig, oder? Ich muss nochmal lesen. Gib mit Hilfe der Hinweise die richtige Kombination ein. Das sollen die Hinweise sein. Ich will ja nichts sagen, aber ich rauf gerade gar nichts. Ich habe leider keine Ahnung, Freunde. Ich mach mal einen ganz kurzen Schnitt, nimm das Handbuch zur Hand und dann erkläre ich euch auch, wie das Rätsel geht. Einen Moment, Freunde. So, na, Freunde, ich habe jetzt im Handbuch ein bisschen nachrecherchiert und ich weiß nicht, was mit Hinweisen jetzt gemeint wird hier, wenn ich jetzt hier auf die Info gehe. Gib mit Hilfe der Hinweise die richtigen Kombinationen ein. Und wie gesagt, hier ist, das wären die Hinweise hier an der Seite. Aber ich habe, wie gesagt, keinen Schimmer, was die damit meinen. Könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren schreiben.
Ich versuche jetzt laut dem Lösungsbuchbild einfach mal das hier zusammenzusetzen. Und wie gesagt, ich reihe hier nichts. Und deswegen mache ich das jetzt per Lösungsweg hier. Ja, ich gucke jetzt hier auf den Zweitbildschirm. Hier habe ich ein Bild, ein Screenshot von dem Handbuch, von dem Bild, von dem Rätsel hier. Wer damit nicht zufrieden ist oder nicht einverstanden ist, dem bin ich nicht böse, wenn er das Let's Play nicht weitergucken will. Grendel fürchtet sich vor Bienen. Okay, der mutige Krieger fürchtet sich vor Bienen. Okay. So, das kommt hier. Achso, das kann ich drehen. Wie bei Skyrim. Der Kristall gehört auf dies. Ja, darf ich mal jetzt. Alter, wenn es mir gelingt, den Kristall zu installieren, findet das Klima sein Gleichgewicht wieder. Okay, da haben wir aber noch nichts. Aber hier haben wir was. Okay, das nenne ich mal ein sehr schönes gezeichnetes Bild und wir müssen die Symboliken hier finden. Also die Gegenstände hier. Langen Hufe, Schilder. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ach, solche Verzierungen sind das. Okay. Nee, da ist nichts. Das Bild ist ein bisschen sehr gut gezeichnet. Scannen wir mal ab. Was brauchen wir hier? Hufeisen, Schild, irgendetwas? Irgendein Horn hat er in der Hand. Irgendein Edelstein. Das Bild ist gar nicht so einfach. Dass man da irgendwas wirklich gut erkennen könnte. Alter, das ist echt schwer. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Einen Moment. Hätte eins von den Hörnern hier sein können. Die Musik macht's nicht gerade leichter. Hufeisen. Geht schon wieder zu nah ans Mikrofon. Herr Gott, Sakra. Ich klicke jetzt. Sorry, ich mache jetzt. Ich klicke jetzt einfach mal alles an. Wo ich der Meinung bin, das könnte es sein. Weil ich sehe auf dem Bild nichts mehr. Okay. Okay. Wir hätten einfach auf das Gewicht klicken müssen. Ich Intelligenzbolzen. Oh Mann, hey.
Da denke ich mir manchmal, wie hohl kann man Bitchin sein, wa? Also ich beweise es immer aufs Neue, dass ich bei Wimmelbildspielen immer ein bisschen verpeilt bin. Was? Skaldmeat? Meat. Das soll ich jetzt auf die Bienen schütten oder auf den... Okay, lock die Bienen an. Und lass mir raten, jetzt können wir das auf ihn schmeißen. I've never seen such a weak warrior. Time to die. You with my bare hands. Oh je, wahrscheinlich müssen wir die Symboliken hier finden. Ich hoffe, wir haben Zeit. Was soll das für ein Symbol sein? Nicht das. Ach, das ist ein Symbol auf ein Symbol auf ein Symbol. Interesting. Hä, das ist doch das. Okay, das ist ein sehr verwirrendes, aber auch gleich cooles Minispiel. Also Rätsel kannst du jetzt nicht sagen. Ich glaube eher Minispiel ist eher. Ernsthaft? Macht ihr jetzt ein Rätsel in ein Rätsel in ein Rätsel? Also er soll in die Mitte kommen. Also die Bienen müssen auf ihn gucken. Alter, wie gemein ist das denn, bitteschön? Das ist, sorry, das muss ich schon so sagen. Also aus meiner Sicht ist das schon ein bisschen gemein. Dass man schauen muss, dass die Bienen auf ihn gucken. Aber auch gleichzeitig irgendwie faszinierend cool. Nein, du bleibst schön in der Mitte, mein Freund. Ich hab gesagt, du sollst in der Mitte. Ist das jetzt ein Scherz oder so?
Ernsthaft jetzt. So. No, not the poisonous bees. No. Besiege Grendel. Hau ab, Grendel, und bleib weg. Da haben wir noch den Kristall. So he was the one who stole the sacred crystal. We're suffering because I was foolish enough to trust that filthy liar. Ja. I'll restore the people's trust by giving all of my remaining goods to those in need. Auch die Schlausten können auf eine Liste hereinfallen. Hoffentlich gebe ich ihr, gebe Leute eine zweite Chance. Ja, hoffen wir mal. Weil das ist dann ihre einzige Anführerin quasi. So, rauf mit dem. So, jetzt schnell das zumachen, bevor es sich weiter ausbreitet. Natürlich ein Rätsel, wer hätte es denn gedacht? Verschiebe die Pfeilkacheln und verbinde so die zwei Kristalle mit den Steinen in der Mitte. Okay. Ich hoffe, ich muss nicht alle Steine nutzen. Ernsthaft, der ist diesem Fest. Also die zwei sind fest, also die kann ich nicht ändern. Okay. Und ich habe auf leicht gedrückt und das soll leicht sein. Dass ich nicht lach. Entschuldigung. Ist nicht böse gemeint. Alles gut. Okay, ich muss erstmal ein bisschen verstehen. Jetzt sag mir bitte nicht, ich muss alle Steine nutzen. Das macht keinen Sinn. Also muss ich wirklich alle Kacheln nutzen.
Boah, ich muss wirklich alle benutzen. Das funktioniert nicht so, okay. Sorry, wenn ich mal nichts sage, dann konzentriere ich mich. Nicht wundern. Und falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hören solltet, so wie Musik oder so, nicht wundern, das liegt daran, dass bei uns gerade Altstadtfest ist. Na komm jetzt. Mal kurz das hier runterschieben, dass wir da Platz haben. Nee, das ist auch wieder falsch. Das stimmt schon. 1, 2, 3. On behalf of MI6, let me congratulate you. Not only did you solve a complicated case, but you also prevented an environmental disaster. Thank you. You did it. Thank goodness it's all over. Let's get out of here and get some rest. We deserve it. Labyrinth of the Vaults, Down Edge, Sammler Edition. So, da haben wir das, die Hauptstory abgeschlossen, meine Freunde. Wir können jetzt den Bonusinhalt spielen. Aber
Das werde ich erst in der nächsten Folge machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Abenteuer. Bis zum Bonusabenteuer von Labyrinth of the Wild 4 Stone Age Legends. Bis bald.